Sawadee Krab und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die Freude und Ehre, euch für mich persönlich eine der praxisnahsten, abwechslungsreichsten und lehrreichsten Lektionen überhaupt bei thailern.net ankündigen zu können. Und zwar ging vor wenigen Stunden auf der Webseite im Rahmen des A2-Kurses eine neue Lektion online, die sich in zwei Teile teilt. Und dabei geht es um Wegbeschreibungen oder um nach dem Weg zu fragen. Wir brauchen dieses Wissen, zum Beispiel wenn wir unterwegs sind und mal auf Toilette müssen. Oder wenn wir den Weg zum Busbahnhof oder zum Bahnhof suchen. Oder falls uns zum Beispiel auch mal jemand fragt, wo sich die nächste Apotheke befindet. Für all diese Situationen brauchen wir dieses Wissen. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Du hast den Sprachtrainer, der automatisch deine Aussprache kontrolliert, Schreibübungen, Memory-Spiele, Lückentexte und. Aber das absolute Highlight für mich sind die Konversationsübungen. Dabei handelt es sich um Hörspiele, die sehr praxisnah gestaltet sind und mit denen du deine Ohren ein wenig trainieren kannst. Falls du dir darunter nichts vorstellen kannst, hören wir mal ganz kurz rein. สวัสดีค่ะมีสถานีตำรวจอยู่แถวนี้ไหมคะมีครับอยู่ตรงไหนคะสถานีตำรวจอยู่ทางนั้นครับเดินตรงไป Nach jedem dieser Hörspiele kannst du dich dann durch ein Quiz klicken und überprüfen, was du wirklich verstanden hast. Natürlich bereite ich dich im Laufe der Lektion darauf vor, möglichst viel davon zu verstehen und du kannst natürlich auch, wie gewohnt, viele Übungsmaterialien ausdrucken, darunter auch nochmal der Text zu allen Unterhaltungen. Ich finde das eine tolle Sache, setzt auch mal wieder noch ein kleines i-Tüpfelchen, einen kleinen neuen Standard beim Fernunterricht. Falls du Lust hast, diese Lektion mit mir zu lernen, dann logge dich nach dem Video auf der Webseite ein oder falls du nicht dabei bist, registriere dich sehr gern. Es lohnt sich jetzt mehr denn je. Einen Satz aus Teil 1 dieser neuen Lektion habe ich mir herausgesucht und diesen schauen wir uns jetzt gemeinsam etwas genauer an. Teil 1 beginnt damit, dass wir uns anschauen, was für Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, um nach dem Weg zu fragen. Denn es macht wenig Sinn, wenn ich dir eine Variante beibringe, aber es in Thailand üblich ist, dass man auf verschiedene Art und Weise nach dem Weg fragen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte zum Markt, wie komme ich dahin? Oder wo ist der Markt? Ich könnte aber auch fragen, gibt es hier in der Nähe einen Markt? Und so eine Variante haben wir hier an der Flipchart schon für dich notiert. Ich arbeite hier mit zwei verschiedenen Farben, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, die einzelnen Bestandteile dieses Satzes zu trennen. Wir schauen uns hier ganz links an, was wir hier haben. Wir haben hier ein K, nämlich Korkwai, Korkwai, ein K. Und einen niedrigen Konsonanten. Darunter steht ein Vokal, ein kurzer Vokal, das kurze U. 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 Und hier haben wir Nonen, Nonen, ein N, ebenfalls ein niedriger Konsonant. Und gleichzeitig auch eine lebendige Endung. Denn es gibt hier kein Tonzeichen. Wir haben also K plus U plus N. Ja, das U wird kurz gesprochen, deswegen das N hier doppelt geschrieben, unsere spezielle Lautschrift für Deutschsprachige. Mittlerer Ton, du musst also gar nicht viel überlegen. Kun, Kun, Kun ist das Wort für du oder sie. Je nachdem, ob wir halt sehr höflich sprechen mit jemandem, den wir nicht so gut kennen oder einfach kann es auch als du fungieren. Kun ist also das erste Wort hier. Dann haben wir hier in Rot ein R, ro, rö. Rö, rö, ein R. Darunter einen langen Vokal. Hier ist es kurz, hier ist es lang. Kurzes U, langes U. Also R plus U. Ru, ru. Hier haben wir jetzt ein Tonzeichen. Das ist das Tonzeichen für den fallenden Ton, steht aber über einem niedrigen Konsonanten. Und da hat sich irgendjemand mal eine Sonderregel ausgedacht, dass sich dann die Bedeutung von fallend in hoch verändert. Bedeutet für dich, du fängst auf der Mittellinie an und ziehst deine Stimme dann hoch. Ru, 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 kun, ru. Dann haben wir mai, mai, mai im steigenden Ton, hier ganz links. Das ist der Vokal ai,
In der Mitte haben wir Horhieb, ein H, das aber stumm ist. Und rechts daneben das M, einen niedrigen Konsonanten, Moma, Moma, das Pferd. Also M plus I. Wir lesen also von hier nach links gemeinerweise. Ja, und steigender Ton aufgrund der Tonregel, nämlich hoher Konsonant. Das ist die Funktion dieses Buchstabens. Ja? Stumm, aber Auswirkung auf die Betonung. Hoher Konsonant plus Vokal plus lebendige Endung gleich der steigende Ton. Kun, ru, mai. Kun, ru, mai. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Dann haben wir hier dieses Wörtchen. Das hier ist boren, ein W. Und rechts daneben steht der lange Vokal, das lange A. Tonzeichen für den tiefen Ton, aber auch hier ein niedriger Konsonant. Zweite Sonderregel, eigentlich ein wunderschönes Beispiel hier, dass wir beide Sonderregeln in einem Satz haben. Sagt uns also nicht tief, sondern fallend. Wah, wah, wah. Du musst also höher anfangen zu sprechen, als du es normalerweise gewohnt bist, und dann muss deine Stimme abfallen. Deswegen der fallende Ton. Kun, ru, mai, wa ist der erste Bestandteil. Du, sie, wissen. Mai formuliert eine Frage. Also wissen sie. Und dieses Wörtchen hier, wa, fungiert als Bindewort, denn der Satz geht ja hier noch weiter. Wa heißt auch manchmal das. Zum Beispiel Mäborg, also Mutter sagt. Und ich kann sagen Mäborg, wa, Mutter sagt das. Auch diese Funktion hat das Wörtchen wa. Kun ru mai wa. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Was machen wir jetzt hier? Hier können wir jetzt jede Örtlichkeit, jedes Substantiv, wenn man so will, einsetzen. Also zum Beispiel die Post, Prai Sani, oder den Flughafen, meinetwegen, Sanam Bin, oder den Bahnhof, Satani Rotfai. Also ich kann jede beliebige Örtlichkeit einsetzen. Wir nehmen mal die Schule, Rong Rien, Rong Rien. Kun Ru Mai Wa. Rong Rien, alles im mittleren Ton. Und dann geht es hier weiter. Das Wörtchen Ju, Ju, Ju im tiefen Ton. Ja, das ist ein Bindestrich, Mitte. Hier ist es ein Unterstrich, also tief. Ju. Wir haben hier unser O-Ang, das stumm ist, aber Auswirkungen auf die Betonung hat. Genauso wie hier beim Wörtchen Mai. Rechts daneben haben wir Joyak, Joyak, den Riesen, einen niedrigen Konsonanten, und darunter das lange U, genau wie bei Ru. Und hier haben wir auch das lange U. Tonzeichen für den tiefen Ton. Jetzt könnte man in Versuchung kommen und sagen, ah, Silko, jawohl, Sonderregel, genau wie bei Wa. Aber das trifft hier nicht zu, denn wir haben ja hier noch O-Ang mit drin, was eben stumm ist, aber Auswirkung auf die Betonung hat. Wir folgen also der Anweisung, denn dieses Zeichen hier gehört zu den mittleren Konsonanten. Tief, ju, bedeutet sein oder sich befinden. Dann kommen wir zum Abschluss. Ti, ti, ti. Wir haben hier Tortahan, den Soldaten, ein T, niedriger Konsonant. Darüber einen langen Vokal, das lange I, also T plus I. Tonzeichen für den fallenden Ton, aber Achtung, ich habe ja gesagt, ein niedriger Konsonant, also ändert es sich wieder in fallend, wie bei Wa. T, T, T gibt uns eine Örtlichkeit an, steht aber hier zusammen mit dem Fragewort Nei, Nei, Nei im steigenden Ton. Der Vokal Ei, auch hier wieder Horhieb. Das H ist aber stumm, hat natürlich trotzdem Auswirkungen auf die Betonung. Und hier haben wir jetzt kein M, wie beim Fragewort oder dem Wort, das einen Aussagesatz in einen Fragesatz verwandelt,
Mai, sondern ein N. Nonu, nonu, die Maus. Wir lesen also N plus I ergibt Nei im steigenden Ton. Gleiche Tonregel wie hier. Hoher Konsonant, Vokal plus lebendige Endung. Gleich der steigende Ton, das lernt man alles im Rahmen des Grundlagenkurses. Kun ru mai wa rong rien. Die Schule, ju, befinden. Ti nai ist das Fragewort wo. Der Satz heißt also, wissen Sie, wo sich die Schule befindet? Kun ru mai wa rong rien ju ti nai. Und dann kannst du natürlich noch als Mann krab oder als Frau ka hinten anhängen. Das ist der Höflichkeitspartikel, denn meistens kennen wir die Leute nicht und wir wollen natürlich auch sehr höflich auftreten. Falls du Fragen dazu hast, dann ab damit unter diesem Video in die Kommentare. Ich helfe dir wirklich sehr gern weiter. Ansonsten freue ich mich, dich in der Lektion zu sehen. Auch da gibt es wieder sehr detailreiche Lehrvideos und ich führe dich natürlich Stück für Stück durch den neuen Lernstoff. Falls du noch nicht dabei bist, melde dich sehr gern für unsere Online-Schule an. Du kannst alles 14 Tage im vollen Umfang ausprobieren und unverbindlich testen. Und falls du dich dafür entscheidest, bieten wir dir auch unsere Bestpreis-Garantie. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Kopf und Krab, Sawadee Krab und bis zum nächsten Video.